Das ist Hanna. Hanna möchte studieren. Das Studium an Fachhochschulen ist ja generell eher praxisorientiert. Einerseits durch sehr viel Praxisanteile in den Seminaren, bei Kultur- und Medienpädagogen in den Werkstätten, bei den Sozialpädagogen, aber auch in speziellen Seminarräumen. Dann versuchen beide Studiengänge relativ schnell auch Kontakte zur Praxis aufzunehmen, sei es in Zielgruppenarbeit in bestimmten Bereichen. Wir machen das in Kultur- und Medienpädagogik, zum Beispiel im Didaktikmodul, dass also die Studierenden sich Projekte selber ausdenken, die planen und dann in der Praxis auch durchführen, also mit Praxispartnern, und sind dann eigentlich auch schon so ein bisschen vorbereitet auf das Praktikum, wo sie ja dann komplett in der Praxis aktiv sind. Eine Qualifikation im künstlerischen Bereich, manchmal sogar in mehreren künstlerischen Feldern. Wir haben pädagogische Fähigkeiten, also zur Arbeit mit Gruppen unterschiedlicher Art. Und wir haben auch ein Grundlagenwissen an Managementqualitäten. Also sie sind eigentlich flexibel einsetzbar. Bei den Bachelor in Soziale Arbeit kann man das eigentlich auch sagen, dass sie also so einen generalistischen Ansatz haben, der aber dann durch unterschiedliche Schwerpunkte untermauert wird, dass sie also gut auf die Praxis erstmal vorbereitet sind oder sich dann vielleicht spezialisieren in einem Masterstudium. Es gibt sehr viele Bereiche, in denen Sozialpädagogen gebraucht werden. Es gibt ein großes Feld der Schulsozialarbeit, wo Sozialpädagogen auch eine Arbeit finden, in der Betreuung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, auch unterschiedlicher Ausrichtung. Bei Kulturpädagogen bieten sich da auch Möglichkeiten, jetzt gerade wenn man an die Flüchtlingsthematik denkt, kulturorientierte, interkulturelle Angebote zu entwickeln. Dafür gibt es auch Geld, wenn man da Ideen hat. Bei den Kulturpädagogen haben wir natürlich schon den Vorteil, dass sie eben in einem sehr breiten Feld agieren können.